Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Weil Weib sein Fetzt. Draußen tobt ein unfassbares Gewitter, also es ist, als ob die Welt untergehen würde, aber wir lassen uns nicht ablenken davon. Ich habe eine Frage zu beantworten. Die wurde mir vor ein paar Tagen gestellt und ich musste so lachen. Heute geht es darum, wie du in Zukunft Fehlkäufe vermeiden kannst. Mein Name ist Carola Schmidhammer, du bist, wie gesagt, hier auf dem Kanal von Weil Weib sein Fetzt und ich bin da, um dir dein Leben leichter zu machen. Also, ich wurde vor kurzem gefragt, ob ich einen Tipp wüsste, weil ich ja auch schon Videos zum Entrümpeln und Ausmisten gemacht habe, ob ich einen Tipp wüsste, wie du als Frau Fehlkäufe vermeiden kannst. Ja, und da ist mir sofort die Devise eingefallen, Timing ist alles. Genau, ich brauche jetzt erstmal was Rundes. Heute wird ein bisschen gemalt. Ich habe länger gebraucht und habe dann aber was Rundes gefunden. In Büros findet man selten runde Sachen. Woran liegt das? Das ist immer alles so eckert, gell? Also jetzt male ich erstmal einen Kreis. Dann male ich in den Kreis zwei kleinere Kreise. Warte, ich zeige es dir gleich. Und jetzt brauche ich was. Jetzt bräuchte ich, Herrschaft, Zeiten. Wo ist denn jetzt der Assistent? Haben wir wieder keinen? Jetzt bräuchte ich ein Lineal. Ich habe was Lineal-ähnliches gefunden. Moment. Es ist ja nur eine Skizze. Aber es wird dir gleich klar werden. Pass auf. Warum Timing alles ist. Naja. Hat ein bisschen was von Salvador Dali. Okay. Also pass auf. Dieser Kreis ist dein Zyklus. Und der Zyklus ist also vom ersten Tag deiner Periode bis zum letzten Tag vor deiner nächsten Periode. Das stellt dieser Kreis dar. Und dieser Pöppel da unten, das ist, sind die Tage rund um deine Blutung, stilisiert. Und das da oben ist dein Eisprung. So, und dann habe ich das ganze Ding nochmal in vier Teile geteilt, in vier Phasen. Und welche Phase ist denn jetzt genau die richtige zum Einkaufen gehen, damit du eben nicht solche Muppet-mäßigen Dinge nach Hause ziehst. Das ist mir mal passiert, tatsächlich. Das ist eine Jacke aus Plüsch. Ich habe sie noch nie getragen. Es kann mir niemand in mir drinnen oder außerhalb von mir erklären, was mich da geritten hat, als ich das Ding gekauft habe. I blame it on my Zyklus. Ich war einfach in der falschen Phase unterwegs. Also ein definitiv typischer Fehlkauf und ich bin mir sicher, die Muppets rufen bald an und wollen das Ding zurück. So. Also, wenn du in dieser Phase bist, also in ein paar Tage nach deiner Blutung, dann bist du sozusagen in einer Phase, in der du ganz schwer Nein sagen kannst, in der du sowas von begeisterungsfähig bist für jedes Top, was dir die Verkäuferin hinhalten will. Also das ist die heiße Phase, um unfassbar alles einzushoppen, was es geht und die Kreditkarte wirklich mal zum Glühen zu bringen. Und in dieser Phase hier oben, rund um deinen Eisprung, da bist du als Frau normalerweise on top of things. Du fühlst dich gut, du fühlst dich sexy, du hast vielleicht hier besonders Lust auf schöne Kleider und vielleicht auch auf rassige Outfits, gell? Das passiert gerne hier oben so um den Eisprung rum. Und dann kommst du in die Phase kurz vor der nächsten Blutung. Und hier kommst du in so eine unabhängige Energie, in so eine ganz klare Ausrichtung für dich. Sehr schöne Phase auch. Genau. Und hier unten, wie gesagt, bist du dann sozusagen schon auf dem Weg zu deiner nächsten Blutung. Und um Gottes Willen, ich weiß eh nicht, wer Umkleidekabinen in Dameneinrichtungshäusern erfunden hat oder einrichtet. Also auf keinen Fall in dieser Phase. Nein, 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 da bleiben wir schön daheim. Nein, nein, das machen wir nicht. Weil ich finde, da kann man auch gleich mit den apokalyptischen Reitern und dem Belzebub höchstpersönlich da irgendwie in die Umkleide gehen. Das Licht kommt von oben, gell? Ein kalter Ton, wo einfach jeder völlig beknackt ausschaut und dann haben sie ja auch noch Spiegel hinten, gell? Damit du auch noch von hinten siehst, dass du gerade Wasser einlagerst. Also wir gehen auf keinen Fall in diesen, nein, nein, das machen wir nicht, da bleiben wir schön daheim. Das ist übrigens auch sehr spannend, beobachte das mal, in dieser Phase kurz vorm Bluten, da fällt dir meistens auf, dass du Schmarrn eingekauft hast. Da habe ich dann eben oftmals diesen Gedanken, welche Frau hat dieses Oberteil eingekauft? Ich kann es nicht gewesen sein. Gell? Also, hier ist eher nach Ausmisten vermutlich, ist eher nach Ausmisten zumute. Also, jetzt wäre natürlich die Frage,
wann ist denn jetzt die beste Zeit zum Shoppen? So, dass du Fehlkäufe vermeidest und dir Stress und Nerven sparst. Ja, das ist die Phase hier. Ich habe sie mal ganz zärtlich in Rot gezeichnet. Das ist die Phase um deinen Eisprung und die paar Tage danach. Weil wie gesagt, gerade in den Tagen danach, da fühlst du dich oft noch körperlich gut, bist hormonell noch richtig fein aufgestellt und hast aber so eine Unabhängigkeit und so eine Klarheit. Hier weißt du ganz oft genau, was du willst und kannst dann eben auch die Sachen kaufen, in denen du dich besonders wohl fühlst. So, und nächste Woche geht es ums Thema Weiblichkeit. Wie können wir uns gerade in diesen fiesen Zeiten wieder weiblich und leicht fühlen? Und vielleicht auch ein bisschen sexy und sinnlich. Bis dann.